Er ist 23 Jahre jung, verdammt schnell und hat sich in den letzten 2 Jahren zu einem Leistungsträger bei den Adlern gemausert. Die Nummer 28, Frank Mauer. Er trägt die Nummer 21, ist 30 Jahre alt und spielt für den Handball-Drittligisten TV Hochdorf, Andreas Mauer. Dass zwei Brüder Leistungssportler werden, ist keine Seltenheit. Dass sie aber zwei so völlig unterschiedliche Sportarten betreiben wie die Mauerbrüder schon. Vielleicht verfolgen sie ja gerade deswegen die Karriere des anderen so intensiv. Dadurch, dass halt immer der ältere Bruder war, habe ich immer sehr zu ihm aufgeschaut. Das war immer eine schöne Sache, wenn ich da zuschauen konnte bei den Spielen. Ich habe das auch immer sehr intensiv verfolgt, ich war sehr interessiert. Und wir beide, wir gönnen uns einfach alles. Also er gönnt mir den Erfolg und ich gönne ihm den genauso. Also da gibt es keinen Neid. Und immer, wenn ich mal Zeit finde oder so, dass ich mal nach Hochdorf komme und mir die Spiele anschaue, das macht mir schon immer viel Spaß. Ja, in letzter Zeit habe ich ihn mehr gesehen. Da hat er mir das ein oder andere Mal beim Umziehen geholfen. Ansonsten ist es einfach so, wir telefonieren eigentlich regelmäßig. Wenn der eine von uns, ich sag mal, Sorgen und Nöte hat, dann ist halt einfach der Bruder immer da und ich versuche, so oft ich kann, natürlich auch zum Eishockey zu gehen. Meistens bieten sich da halt, ich sag mal, die Freitagsspiele an. Ja, wenn es mal klappt, dann bin ich immer gerne in der Arena. Fast immer dort sind die Eltern, wenn Frank seine Tore für die Adler erzielt. Seltener dagegen bei den Spielen von Andreas. Glaubt man den beiden, dann haben die Eltern die Sportkarriere der Kinder immer unterstützt. Auch wenn es zwei verschiedene Sportarten sind und vor allem die Brüder in ihrer Wesensart doch anders gestrickt sind. Die beiden trennen nicht nur 7 Jahre Altersunterschied. Ich würde sagen, er hat schon an der einen oder anderen Stelle ein Quäntchen mehr Ehrgeiz. Das ist einfach so. Als Kind schon war er immer derjenige, der nicht verlieren wollte. Und ich bin eigentlich eher, wenn ich es mal positiv ausdrücken will, einfach der Besonnene, der Analytische. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Er ist ein sehr besonnener Typ. Er ist sehr überlegt und ja, ich bin manchmal vielleicht ein bisschen unüberlegt. Aber wir ähneln uns in vielen Dingen, aber wir unterscheiden uns auch in einigen, wo man dann sagt, ah doch, da ist der Unterschied. Ich bin vielleicht ein bisschen verrückter als mein Bruder. Und er ist eben, wie halt gesagt, etwas besonnener, etwas ruhigerer Typ als ich. Der Verrücktere hat zweifellos sportlich mehr erreicht. Stammspieler in der DEL und Nationalspieler. Andreas dagegen spielte einige Jahre Zweitliga-Handball in Schwetzingen. Ganz nach oben hat es nie gereicht. Aber Neid, dieses Wort gibt es nicht in der Familie Mauer. Vielleicht, wenn er auch Handball spielen würde, würde es vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber so, nee. Also ich freue mich immer, wenn irgendwie Nationalmannschaftsspiele im Fernsehen kommen, gucke ich mir das so oft es geht an. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Frank steht mit seinen 23 Jahren noch am Anfang seiner Karriere, Andreas mit 30 eher am Ende. Dafür hat er beruflich bereits vorgesorgt. Als Diplom-Betriebswirt wird er ähnlich erfolgreich sein wie auf dem Handballparkett.